Servus, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zoom Reloaded. Ich habe mir gedacht, wir gehen zumindest für die Dauer der Moderation mal raus aus dem Homeoffice Blues und rein in die Sonne. Ich hoffe, es gefällt euch. Was haben wir denn diese Woche vorbereitet für euch? Wir waren einmal zu Gast bei der Münchner Tafel, und zwar inklusive Präsident Herbert Heiner und Geschäftsführer Marco Pesic. Unsere Spieler waren natürlich auch mit dabei. Einen Beitrag davon gibt's in Zoom Reloaded. Außerdem haben wir natürlich ein Update für euch, was denn die aktuelle Lage der Basketball-Bundesliga ist, wo ja vergangenen Mittwoch eine Sitzung war. Wir haben außerdem die Highlights vom allerersten FCBB-Heimspiel. Wir haben eine Live-Videokonferenz gemacht mit Wladimir Lucic, Diego Flaccadori und Danilo Bartel und einen Zusammenschnitt davon, wie gesagt, auch später in der Sendung. Gleich zu Beginn habe ich was ganz Tolles für euch mitgebracht. Und zwar haben wir ein Gewinnspiel für euch, was ihr dafür tun müsst. Ihr müsst als Abonnent unseres Kanals, also den FC Bayern Basketball YouTube-Kanal, abonnieren und als solcher Abonnent einen Kommentar unter dieses Video machen. Unter allen Kommentaren wird etwas verlost, was man mit Geld nicht kaufen kann. Was es ist, das sage ich euch dann am Ende der Sendung. Ja, so viel dazu, und wie angekündigt gibt es jetzt zuallererst für euch den Beitrag von der Münchner Tafel. Was geht? Also ich finde das bewundernswert, was hier gemacht wird. Ich habe gerade von dem Herrn Schweiger, das ist der Leiter hier der Tafel, eine Einweisung bekommen, und er hat mir erzählt, dass 20.000 Menschen in München von der Tafel versorgt werden, die unter dem Existenzminimum leben und hierher kommen. Was natürlich eine Herausforderung ist, ist, die Menschen von 27 Verteilstellen dann an einer zentralen Verteilstelle abzufertigen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass immer ein Abstand von mindestens 2 Meter zwischen den einzelnen Menschen besteht. Das ist eine Herausforderung, weil manche Leute das auch viel zu leicht nehmen und wir dann dafür sorgen müssen, dass die geschützt bleiben. Im Moment geht es darum, dass alle zusammenhalten, alle die Regeln befolgen, aber auch dann, wenn sie helfen können, helfen kommen. Und aufgrund dieser Situation, wo der Bedarf natürlich noch größer ist als normalerweise, haben die Mitarbeiter die Idee gehabt, auch in so einer schwierigen Situation das zu machen, was wir in normalen Zeiten machen. Und deswegen war es selbstverständlich, dass nicht nur ich oder die Spieler, sondern vor allem die Mitarbeiter auch daran teilnehmen. Das ist auch, was ich so toll finde an unserer Basketballabteilung, dass sich die Basketballabteilung mit ihrem FC Bayern Basketball Helpside so sozial engagiert. Ein junger Typ, glaube ich, kann hier immer helfen, egal jetzt wo. Ein paar Sachen rumtragen, dann am Schluss die Sachen natürlich ausgeben. Wir arbeiten gerade auch hinter den Kulissen an einer Initiative, die wird sich voraussichtlich Erste Reihe gegen das Virus nennen. Wir haben heute einige Lebensmittel abgeliefert, einfach weil es gerade auch hinter den Kulissen einfach von verschiedensten Bayern-Fans die Bemühung gibt, einfach auch sich zu engagieren hier in München und eben zu unterstützen. Auf der einen Seite will ich natürlich tatkräftig unterstützen und auch bei der Ausgabe mithelfen. Das andere ist, dass ich im Namen des FC Bayern Hilfe e.V. einen Scheck über 10.000 Euro für die Tafel mitgebracht habe. Also jede helfende Hand hilft. Es hilft auch, wenn ein paar Promis vorbeischauen, wie die Basketballer heute, die den Leuten einfach Hoffnung geben und ein Zeichen der Solidarität setzen, das wir eben in unserer Gesellschaft dringend brauchen können. Und deshalb sind wir da unendlich dankbar dafür. So schlimm die Krise ist, die wir im Moment durchleben, ich denke, es ist auch eine Chance, dass die Menschen wieder mehr aufeinander zugehen, dass wir uns wieder mehr um unsere Mitmenschen kümmern und auch wieder Solidarität stärker gepflegt wird.
Ja, das war eine feine Sache. Wir werden auch in den nächsten Wochen versuchen, so gut wie möglich hier und da zu unterstützen. Auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, aber irgendwie hilft es ja vielleicht doch. Was haben wir als nächstes für euch? Ich habe euch ein Update versprochen und dieses Update zur BBL gemeinsam mit ein paar Shenanigans gibt es jetzt für euch mit Pauli Zipser und Jule Glonegger. Viel Spaß. Paul Zipser, einen schönen guten Tag heute. Guten Tag. Erste Frage. Wie ist die Lage? Was machst du? Keine große Veränderung. Hatten heute Morgen mit dem Team eine kurze Besprechung, wie es so die nächste Zeit ein bisschen weitergeht. Online nehme ich an. Ah ja, klar. Bin ich zur Tafel, Marco war da, wollte ich da wieder helfen. Hab gesehen, da waren fast doppelt so viele Menschen wie gestern. Deswegen bin ich dann wieder abgezischt. Ja. Ja, und dann bin ich hierher gekommen. Bin gerade so halb noch am Snacken, am Mittagessen. Mir hat gekocht. Ja, gebacken. Sehr schön. Vor gut einer Woche, als wir gesprochen haben, meintest du, man kann ja viele Dinge machen, die man noch nicht getan hat. Lesen zum Beispiel. Welches Buch und wie weit bist du? Buch habe ich mich noch nicht rangetraut, so verzweifelt bin ich noch nicht. Ich habe jetzt auch von meinem Vater einen weiteren Band Asterix und Obelix zugeschickt bekommen, also da bekomme ich von mehreren Seiten die Empfehlung, was zu lesen. Ja. Ich sammle ja so ein bisschen Pokémon-Sachen, da habe ich mich gestern ein bisschen rangesetzt, ich glaube seit letzter Woche, ich weiß gar nicht, was sich groß verändert hat seit letzter Woche. Alles beim Alten, noch kein Lagerkoller? Nö, Mira und ich spielen eigentlich jeden Tag Siedler von Catan Kartenspiel. Gibt es da ein paar Erweiterungen, deswegen können wir da auch extrem variabel spielen. Das hängt uns noch nicht zum Hals raus, oder? Sie zeigt einen Daumen, okay, sie hat riesig Spaß. Jetzt habe ich wieder ein bisschen angefangen, an der Switch ein bisschen Mario Kart mit Freunden zu spielen. Ich glaube, das wird in den nächsten Tagen auch intensiviert. Mhm. Ja, ansonsten. Weißt du was? Wir haben hier eine kleine Challenge. Da kannst du mal deine Kreativität unter Beweis einfallen lassen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Sportkommentatoren, vor allem im Fußball, kommentieren ja gerade aus dem Fenster raus, so was draußen so passiert, so eine Art Live-Kommentar-Challenge. Ja? Ja. Wir drehen das Ganze jetzt um. Wir haben so ein paar Spielszenen, Live-Kommentare aus euren Spielen rausgezogen. Aha. Und die kann man ja auch im Alltag umsetzen. Also es gibt ja so diese typischen Floskeln, der haut einen raus oder whatever. Das kann man ja alles irgendwie darstellen, quasi zu Hause. Ja. Ne? Ja. Dann schau mal her, wir haben jetzt ein paar Szenen, nicht viele, aber ein paar von dir rausgezogen. Ich schicke dir nachher natürlich dieses Video zu. Du darfst dann in den nächsten Tagen überlegen, wie lässt sich das, was der Kommentator sagt, darstellen. Und Zipser geht an die Linie. Na, guter Fake von Paul Zipser. Gutes Spiel gemacht gegen Maccabi Tel Aviv. Gleich zu Beginn zwei Dreier getroffen, dann zwei leichtere Fehler, aber hinten raus wieder richtig gut gewesen. Das Spiel mitentschieden dann, mit nach Hause gebracht. Gute Balance auch von Inside und Outside, hat er die Fähigkeit auch wirklich immer gut zum Korb zu kommen mit seiner Athletik. Djedovic, Zipser. Deckel drauf. So, ich weiß nicht, ob du alles verstanden hast, aber da waren ja schon so ein paar Dinge dabei. Inside, Outside, Spiel nach Hause bringen, Deckel drauf und so weiter und so fort. Ich würde dir das einfach mal durchschicken und bin gespannt, was wir zurückbekommen von dir. Ich bin auch gespannt. Machst du mit? Ja klar, bleibt mir ja nichts anderes übrig, oder? Nee. Obligatorisches Schlusswort darfst du auch wieder übernehmen, falls du noch irgendeine Message hast oder irgendwas loswerden willst, jemand grüßen möchtest. Viele lieben Grüße, Opa. Ich hoffe, du ziehst es dir rein, nachdem ich dir den Link geschickt habe. Ich glaube nicht dran, dass du ansonsten an dieses Video direkt dran gekommen wärst.
Und ich hoffe, dass du und Oma schön zu Hause bleiben und Claudia euch die Sachen vorbeibringt. So. Cool. Paule, vielen Dank wieder für deine Zeit und vielen Dank auch für dein Engagement bei der Tafel und überhaupt. Und dann würde ich vorschlagen, wir hören voneinander bei der Challenge und sehen uns vielleicht auch das nächste Mal bei der Tafel wieder. Sehr gut, alles klar. Bis Paule, dann. Vielen Dank, servus. Bis dann, ciao. So, jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Also, an dieser Stelle, wenn ihr noch nicht von Anfang an zugeguckt habt. Ich habe ein Gewinnspiel für euch diese Woche und zwar müsst ihr nur unter dieses Video kommentieren und gleichzeitig Abonnent des FC Bayern Basketball YouTube Channels sein. Und wenn ihr das macht, habt ihr die Chance, etwas zu gewinnen, das man mit keinem Geld dieser Welt kaufen kann. Was es ist, das sage ich euch am Ende der Sendung. Was haben wir als nächstes für euch? Eine Folge Klartext, ja, aus einer Zeit, wo man sich noch ungezwungen, ganz nahe gegenüber sitzen konnte, mit einer Maulsperre im Mund und da Tabu spielen konnte, haben wir eine Folge Klartext aufgenommen mit Maodo Loh und Petteri Koponen. Wow, that's scary. Okay, look at him. Young Italian. Young Italian. Asher the curtain. Young Italian. Diego Placadori. She's the. It's so scary. I can't even look at you. She's the Ferrari in Italy. Can you focus? Yo, zoom on him, please. What is that? What's the question, bro? I don't know, is she the Prime Minister or something, or German? Angela Merkel? No. Stop! Stop! I'm out! I'm not doing I can't play this game. No way, bro. That's too much. You got that. You got that, focus, bro. You understand how good that. You are terrible, Swaggy. We're gonna lose. Bro, I'm sorry. Fucking focus, man. Let me take a picture at least. Wow, we got two. You took this on video. You are terrible, man. Bro, I hope I don't look like this, really. Now you take the same one. No. That actually killed me. I didn't laugh like this hard in a long time, man. Really. Wow. Okay. Well, I just ate a bar, so I might have some food still in my mouth. Okay. You ready? Okay. Oh. All right, our teammates. Nice hair. Jada? Yes. The heck? Okay. Went to Stanford University, one of our teammates. Josh? Yes. And I go into the paint and I create contact and how is he? You get blocked? Add one? Yes, sir. Wow. Oh, classic song from a reggae artist. Bob Marley something? Yes. What's his song? You know it? What's the name? Hey. No Woman No Cry, should I know that? Host Gang, one of our host players. What? Host Moves, one of our teammates. Post Moves? Yes. Greg Monroe? Yes, sir. Shabbatant? Shabbatant? And the oil hits the record and then you lock it. Call tending. Yes, sir. Thank you. Wer am vergangenen Dienstag nicht dabei war, erstens shame on you, nein, aber schade, denn wir versuchen jetzt ab sofort jeden Dienstag ab 19 Uhr eine kleine Live-Talk-Runde auf die Beine zu stellen. Und so war es auch vergangenen Dienstag, da hatte ich Wladimir Lucic, Diego Flaccadori und Danilo Bartel in der Videokonferenz live bei mir im Wohnzimmer und ihr auch, wenn ihr wolltet. Und ihr konntet sogar live Fragen stellen. Hat echt toll geklappt, war eine super Runde. Wenn ihr es verpasst habt, hier sind die Highlights davon.
Ja, servus und herzlich willkommen zu FCBB Heimspiel live. Zum ersten Mal versuchen wir hier live eine Videokonferenz zu machen über den YouTube-Channel. Also wenn ihr eingeschaltet habt, dann herzlich willkommen. I'm good right now. It's only 10 days alone. We will see in the next week if I start to need my girlfriend, but we have to wait, we have to stay at home and we will see what happens. Do you play a lot of PlayStation right now or something like that? A lot of video games? We know Mauro likes to play. I think that I'm really close to become a professional FIFA player. Okay. I play like, I don't know, 6-7 hours per day now. So I think that in few months I can become really, really good. Pete Jaske wants to know, do you still have contact or are in contact with Maxi Kleber? Maybe not you, Diego. What about Lucia and Dan? Yeah. We most likely. I texted with him basically maybe 10 days ago when all this interview about my long neck happened. So, of course, everybody texted me. And yeah, I was roommate with Maxi and I'm happy that he's having a good year and good time in NBA. Do you usually follow the NBA and what is your favorite team? And Los Angeles Lakers is my favorite team. I'm trying to watch as much games as possible during the playoffs, mm-hmm. but don't really have the my favorite team. I don't know the last time I've seen an NBA game, regular season. Do you watch historical basketball games? Oh, maybe some highlights of some, I don't know, famous game, like, I don't know, Lakers-Boston when Magic Johnson and Larry Bird play against, but... Why does Kopo not have Instagram? Because on Instagram a lot of girls write you, so Kopo don't want to risk, I think. Okay, your girlfriend is maybe watching this. I don't know. I think she's just too old for it. Too old. It's like old. Like you asking why your grandfather don't have it. Felix wants to know if you guys have a chance to play basketball at home. No, actually I have a small basketball court right in the backyard of my building. It's like, I think it's a little bit lower than a regular one. There is the neighbors, the kids are working on their shot the whole day. So yesterday I think I was out with my daughter, so I took some shots. AK, Alex King is with us. Alex. Er sagt, es ist langweilig. Echt? Ask him about this weight check. Ask him about the weight check. When you come back, is there a weight check waiting? I don't care. He doesn't care. He really doesn't care, huh? I hope you guys got a nice little break of entertainment from your everyday life. Now you can go back to drinking and playing with we the sound like alcoholics. Huh? Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Schade, dass ich da nicht dabei war. Ja, sehr schade. Aber am Dienstag gibt schon die nächste Gelegenheit dafür. Wir werden wieder versuchen, am Dienstag ab 19 Uhr live zu gehen. Meine Gesprächspartner weiß ich leider noch nicht. Also lasst euch überraschen. Aber ihr habt wieder die Möglichkeit, live Fragen zu stellen. Und das ist irgendwie schon ein ganz besonderes Erlebnis. Also unbedingt mal mit reinschauen. Dienstag 19 Uhr auf YouTube. Damit sind wir eigentlich schon am Ende dieser Zoom Reloaded Folge angekommen. Aber eins bin ich euch noch schuldig geblieben, nämlich was es zu gewinnen gibt. Ihr könnt euch doch bestimmt noch an einen gewissen Derrick Williams erinnern. Und dieser Derrick Williams hat in der Finalserie gegen Alba Berlin im 5. Spiel natürlich Basketballschuhe getragen, mit denen er ja dann auch Meister geworden ist. Und diese Basketballschuhe hat Derrick Williams am Ende ins Publikum geworfen. Ein Schuh,
den hat irgendein Glücklicher an diesem Abend mit nach Hause genommen und um den anderen Schuh haben sich drei Kinder gestritten. Und unser Hallensprecher Kili hat sich gedacht, nee, wenn ihr euch darum streitet, dann nehme ich den mal lieber und behalte ihn auf für eine gute Gelegenheit, jemandem eine Freude zu machen. Und wir haben uns gedacht, in dieser Zeit jetzt so wäre vielleicht dieser Zeitpunkt, diese Gelegenheit gekommen. Das heißt also für euch, wenn ihr unter dieses Video kommentiert und Abonnent des FC Bayern Basketball YouTube-Kanals seid, dann habt ihr die einzigartige Chance, einen original Game-Worn Basketballschuh von Derrick Williams von der Meisterschaft zu gewinnen. Ich finde, das ist ein richtig cooler Preis. Wenn ihr da Bock drauf habt, einfach Kommentar da lassen. Das war's auch schon für diese Woche. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Spätestens natürlich am Dienstag beim FCBB Heimspiel live auf YouTube. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt zu Hause.